verflucht, wo war denn das jetzt? Ich weiß wirklich nicht mehr ganz genau, wo das ist. Ist schon schlechter Stil, nicht zu wissen, wo das Grab der Eltern ist, ne? Keine Ahnung, ey. Ich heiße David Julian Kirchner, bin 40 Jahre und suche meinen Vater. Seit 2 Jahren liegt er hier, irgendwo. Das sieht aber auch alles gleich aus. So, gibt's nicht so so eine Friedhofskarte? Guck mal, ist ja auch geil, dass sie da die Oma da so noch so mit so einem Passbild. Noch nie gesehen. Naja, also hier ist so verlaufen. Das gibt's auch gar nicht. Was einfach vergessen muss, ist auch irgendwie bezeichnend. Ah, da. Um seine Vaterrolle hat er sich nicht unbedingt nur verdient gemacht. Um die Musikkultur umso mehr. Dafür hat er einige Jahre vor seinem Tod noch einen Preis vom Landesmusikrat Rheinland-Pfalz bekommen. Es ist auch Ihre Sache, lautstark zu protestieren, wenn Orchester in Deutschland abgebaut werden. Ich muss echt zugeben, ich hatte heute Nacht so ein bisschen Bauchschmerzen, hierher zu kommen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe das schon ein bisschen gemieden. So. Ich war ja wirklich nicht mehr hier, deswegen wusste ich jetzt auch nicht, wo es ist. Was ich irgendwie ganz, vielleicht jetzt erstmal so ganz schön finde, ist, dass so meine Eltern da wieder so vereint sind oder so. Ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie so zwangsvereint. Keine Ahnung, ob die das jetzt wollen. Wobei, ich glaube, wahrscheinlich ist es okay. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist okay. Ich suche mich halt irgendwie selbst in der Welt. Ich habe aber das Gefühl, ich kann mich selbst irgendwie nie so wirklich authentisch selbst irgendwie finden, solange ich ihn nicht finde oder nicht verstehe, wie er ist oder wer er war. Und ich will die Leute, mit denen er sich teilweise überworfen hat, die ihn lange begleitet haben, die ihn bewundert haben, die ihn auch missachtet haben, wie auch immer, mit denen sprechen und will ihm da irgendwie so vielleicht auch so ein bisschen den Schrecken nehmen. Hallo, mein Name ist David Julian Kirchner. Guten Tag, ich wollte mich bei Ihnen mal erkundigen. Und zwar, mein lieber Vater ist verstorben und er war ein Komponist in dieser Stadt. Und ich möchte jetzt gerne, dass mal mindestens eine Straße nach ihm benannt wird. Vielleicht auch ein Brunnen oder ein Denkmal oder wenigstens ein Baum. Also die Frage ist einfach, wo kann man das beantragen hier? Also, die Frage jetzt ist hier Ihr Name. Kirchner. Der möchte sich erkundigen, wie er einen Straßennamen oder einen Platznamen vergeben kann. Ich muss jetzt beim Stadtplanungsamt oder beim Bauamt. Das klingt ja spannend, das Bauspar-Amt. Nee, wie heißt das? Also Stadtplanungsamt. Okay. Super, vielen Dank. Also ich hoffe mal, dass wir dann, und wenn nicht, dann komme ich wieder zu Ihnen. Das ist ja bei Ihnen, das ist ja fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Danke, tschüss. So, also Zitadelle, der Herr Beck. Deutschland ist ein Papierkramland. Deutschland ist ein Papierkramland. Musiker bin ich übrigens auch. Mäßig erfolgreich. In Papierkramland. Mein Vater gehörte zur gefeierten Komponisten-Avantgarde, als er so alt war wie ich jetzt. Der Südwestfunk hat 1979 einen großen Film über ihn gemacht. Volker David Kirchner wird 1942 mitten im Zweiten Weltkrieg in Mainz geboren. Als Kind hat mich seine Musik oft erschreckt und neidisch gemacht. Immer kreiste er nur um sie. Seine Kompositionen füllten zeitweise große Opernhäuser und Konzertsäle. Von solchen Tantiemen kann ich nur träumen. Totes Herz in dir und mir. Offene Wunden sind ein offenes Meer. Von deinen trüben Augen ausgespült. Mein seziertes Herz spuckt aufs Heck und wühlt in der Vergangenheit rum. Wir sind echt so dumm, oder? Ertrinken im Aquarium statt in stürmischer See würdig zugrunde zu gehen, sind stumpfes Licht.
Hinter solch würdigen Mauern hat sich die Hochkulturwelt meines Vaters abgespielt. Die Musikhochschule Karlsruhe. Ein echter Kontrast zu meiner Popwelt. Ich bin mit einer Geigerin von Weltrang verabredet, die meinen Vater sehr gut kannte. Hallo, hi. Erika, hey, grüß dich. Schön, dich zu sehen, ne? Ja, gleichfalls. Ich hab mir ganz viel Musik von dir angehört, um mich immer so ein bisschen einzustimmen. Oh, hätte ich ja gleichfalls auch gern gemacht, aber ich hätte Proben. kein Problem. Ach so, jetzt wollen wir erstmal Prüfung. Ja, ja. Genau. Hast du hier eigentlich studiert? Ja. Ah, okay. Ich bin jetzt hier so, ich war noch nie hier. Für Erika Geldsatzer und ihr großartiges Fauré-Quartett hat mein Vater mehrere Streichquartette geschrieben. Er hat sie wirklich sehr geschätzt. Ja. Oh, weißt du, was das für eine Ehre für uns war, als er plötzlich mit dem ersten Klavierquartett vor mir gestanden hat? Ich habe damit nicht gerechnet, das war eine Überraschung. Ja. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, so jemand schreibt für uns, das wäre ganz fantastisch. Ja. Und dann kam nicht nur eins, dann kam das zweite und das dritte und das vierte, wartet noch auf die Uraufführung, das kommt jetzt auch noch, das kommt auch bald. Meine Tante hat ihn den Schattenkirchner immer genannt. Und ich finde, das ist ein so passendes Bild. Also der hatte für mich auch wirklich was Schattenhaftes, also irgendwas sehr Ungreifbares. Und ich glaube, und das Interessante ist eigentlich, dass ich halt denke, das Realste an ihm, das Wahrhaftigste, Realste war aber die Seite, die du kennengelernt hast. Ja. Ich bin immer in diesem Bewusstsein, dein Vater ist irgendwie sehr bedeutend auf eine Art. Und bedeutsam sein ist irgendwie, das ist das, wonach man zu streben hat. Es ging nie darum, werde ein reicher Musiker, sondern es war immer, werde ein bedeutender Musiker. Das ist eigentlich das Entscheidende. Okay. Irgendwie. Aber das war ihm ja auch egal. Genau das eben war ihm nicht wichtig. Ihm war seine Musik wichtig. Ihm war wichtig, dass die Musik gespielt wird, aber nicht um bedeutend zu werden, sondern um der Musik willen. Auch bei unseren Gesprächen ging es nie um, wie weit kommt man oder komponieren, um einen Zweck zu erfüllen, um irgendwo hinzukommen oder so. Das war nicht seine Welt. Ja. Und ich glaube, deswegen haben wir ihn alle auch sehr verehrt und ernst genommen. Und genau das hat ihm eben, und da sind wir dann tatsächlich schon so ein bisschen an dem Punkt, dass bei ihm halt das, also wirklich wunderbar war, was du eben gesagt hast, und die Musik und die Musiker das toll finden und so, aber dass er eigentlich echt, um es mal auf Deutsch zu sagen, am Arsch war am Ende. Ich meine, ich habe meinem Vater teilweise den Kaffee bezahlt. Mein Auto geliehen, weil er keins mehr hatte. Der hat bei meiner Mutter, mit der er ja seit 30 Jahren nicht mehr zusammen auf der Couch übernachtet und so. Also das war jetzt keine würdige Karriere da so am Schluss, muss man einfach mal sagen. Also was das Finanzielle und so weiter angeht. Und das ist ein Ergebnis auch dieser Art. Ich glaube, dass das Herz seiner Musik ist deswegen so ergreifend, weil vielleicht diese Realität bei ihm nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe wirklich viel gespielt, ich habe viele Streichquartette gespielt. Er hat für mein Quartett, hat er 4 Klavierquartette geschrieben. Ganz fantastische Stücke. Und der schafft das einfach, egal wo, selbst wenn es der schlimmste Konzertsaal auf der Welt ist, irgendein Schuhkarton in einem Industriegebiet, mit seiner Musik ist die Atmosphäre da. Der holt die Leute rein. Man befindet sich nach 2 Takten in einer anderen Welt. Und wenn wir es geschafft haben, dass wir seinen Geist in der Musik irgendwie durchgebracht haben, dann war er so glücklich. Ich meine, man sagt ja im Prinzip, dass irgendwie war er all diesen KammermusikerInnen näher als mir. Ich habe sogar auch mal Klassik studiert, vielleicht um mich ihm näher zu fühlen. Aber das war nichts für mich. Ja, wie fühlt sich das denn an, wenn du im Prinzip weißt, dass dein Vater das gar nicht so mögen würde, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dahinter steht, dass du deinen Weg gegangen bist? Das ist ja ein relativ konfliktreicher. Vollkommen. Ich würde sagen, das ist mit meinem Lebenskonflikt. Und den kann ich auch mit ihm leider nicht mehr austragen. Das ist für mich der Sinn der Musik. Und nicht, dass man sich in eine Schublade stecken lässt oder irgendwie rechtfertigen muss, was man macht. Mhm. Weil letzten Endes, egal wer was für eine Art von Musik macht, so, es kommt meistens von Herzen und so soll es eigentlich auch sein. Ja. Es geht um Loslassen, glaube ich. Und vielleicht ein bisschen um Verzeihen. Dass er vor lauter Kunst das Vatersein oft vergessen hat. Ja.
mir dann irgendwann erklärt, ich war wohl nicht beabsichtigt, ich bin ein Unfall. Hat sie gesagt. Oh Gott, das ist voll fies, irgendwie, sie ist ja tot. Ich unterstelle ihr Absicht und ihm Unfall. Bei Rosario habe ich die meiste Zeit mit meinem Vater verbracht. Er ist hier mehrmals täglich eingekehrt. Gelegentlich war ich dabei. Gute Laune. Sehr schön. Hast du immer schon gewusst, was wir bestellen? Da musste man gar nichts mehr sagen. Nee, ich habe genau gewusst, du hast immer die Gnocchi Gorgonzola genommen und deine Vater immer Carpaccio gegessen hat. Genau. Und der hat Espresso und seine Wasser. Und Wasser, genau. Wir haben das letzte Mal nur gesehen bei... Ja, bei der Beerdigung, ja. Danach ist es genau, ja. Gekommen, ja. Aber siehst gut aus. Siehst ebenso. Genau wie du. Baba. Ja, findest du, was ist an mir ähnlich? Also die Augen und die Schnurrbart jetzt, wo du magst, die Zebart jetzt, ja. Und die Haare langsam. Ja, langsam kriege ich auch das Herz immer so zurück. Genau, und dann zurück. Du rauchst aber nicht, oder? Nicht mehr. Gott sei Dank, besser so. Wegen der hat so viel geraucht. Das hat ihn auch wahrscheinlich, ich schätze, das hat ihn auch sein Leben gekostet, muss man sagen, das Rauchen. Am Ende ja. Er hat ja Krebs gehabt und ich glaube, das hängt zusammen. Aber glaube ich, der hat auch nicht gewusst davon. Ja. Wegen der hat es immer gut ausgesehen, war immer wie eine Maschine. Ja, es hat immer funktioniert. Ja, er war sehr fleißig, hat immer gearbeitet. Der Wohnzimmer war hier. Wirklich, genau, tatsächlich. Ja. Sein Wohnzimmer war vor allem. Genau, ja, richtig, ja. Und das war einer von unseren ersten Gästen hier gewesen. Ehrlich? Okay. Wir haben Hotisch hier gehabt, hier vorne, und dann Espresso getrunken hat. Ja. Und dann gegangen und dann war wiedergekommen und sein Carpaccio, immer mit seinem Mantel und seine Schale. Ja. Also immer gut ausgesehen, gestrahlter Mann, aber fantastischer Vater. Ja. Baba. Ja? Hast du ihn gemocht, oder? Sehr gemocht, Wir haben am Ende sind wir auch Freunde geworden, weil jeden Mittag hier hat sich getroffen mit anderen Leuten, hat Kaffee getrunken und ein bisschen erzählt hat. Ja. Und dann toller Mensch. Ja. Also der war sehr beliebt. Ja. Und was ich aber auch interessant finde, dass er so immer so, also das nicht lange ausgehalten hat, ne? Also kurz und dann 10 Minuten, zack, weg. 10 Minuten, 15 Minuten maximal und dann sage ich, David, ess schnell, zack, zack, ich muss wieder weg. Ja. Rettungsboote werden Särge auf dem alten Vater Rhein. Der war wie du schon immer da, wo ich bin und du fehlst jetzt. Und jetzt schreien die Wellen im Kopf sich heiser und von oben flutet kalt ein Himmelslicht, während eins in mir erlischt. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich sehe nichts. Nur ein paar Erinnerungen, die sich wohl hier verschwommen haben und jetzt an mir kleben und in Schleifen fragen, ob ich auf der Suche oder flüchtig bin. Ey Mann, was fragt ihr mich? Ich weiß es nicht. Hier war ich 1993 ganz Teil seiner Musikwelt. Er hatte eine Messe für den Mainzer Dom geschrieben und ich war Sängerknabe. Diesen Ort hat er geliebt. Für mich war es ein starkes Erlebnis, dabei zu sein. Mein Vater war eng befreundet mit dem damaligen Domkapellmeister Matthias Breitschaft. Nach 30 Jahren treffe ich ihn wieder. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich nicht. Da müsste ich mir jetzt erstmal auf die Bank und dann in mich und dann kommen wir. Und dann habe ich da vorgesungen, hatte auch ordentlichen Respekt, wie ich immer vor ihnen hatte. Also immer sehr viel Respekt hatte. Und dann. Gut, das hat mir dein Vater erzählt. Hat er erzählt, dass der Papa hat immer gesagt, Matthias, der David, wenn er vom Breitschi spricht. Breitschi, du hast den Spitznamen Breitschi aufgebracht. Ah, ja.
Du, da steht er immer stramm. Ja. Meine erste musikalische Erfahrung ist die Musik meines Vaters und ich hatte eine furchtbare Angst vor dieser Musik. Ich war als kleiner Junge. Ach was? Ja, ja. Also ich weiß noch, dass ich 2, 3, 4, weiß ich nicht wie alt, also in diesen Opernhäusern saß und diese gigantische Orchester, wo diese Schläge, ich weiß noch, diese impulsiven, das war ganz leise und dann lagen da die Pauken da rein. Oh, 1, 2, 3, Famus, Famus, das große Los. Und ich konnte mir das immer nicht vorstellen, dieser Vater, wie kann aus meinem Vater, solche dämonische Musik kommen? Das vielleicht können wir es auf den Punkt bringen, Jungs, Kinder, auch viele Erwachsene singen natürlich lieber Mozart als Volker David Kirchner. Ja. Aber jetzt muss ich eines sagen, die Jungs, also ihr, habt mich total verblüfft, weil er am Anfang so ein bisschen Abwehrhaltung hatte. Das klingt dann am Anfang erstmal schräg. Das Einstudieren ist das Schwierigste bei dieser Musik. Ja. Aber dann, als es anfing zu klingen, die Männerstimmen dabei und vor allem, als das Orchester dabei war, die Jungs waren begeistert. Du merkst sofort, mein lieber Scholli, der kennt den Raum in- und auswendig. Ja. Der weiß auch genau, wo Nischen sind, der weiß, wo die Weite da ist. Letzte Frage, Herr Kirchner, wie fühlt man sich jetzt als Komponist so kurz vor der Uraufführung, wenn man das Werk einem anderen, Sie haben den Herrn Breitschaft erwähnt, den Domkapellmeister hier in Mainz, übergeben hat zu treuen Händen, wie fühlt man sich dann? Also ich fühle mich sehr gut. In Breitschafts Händen fühle ich mein Stück und mich sehr gut aufgehoben. Ich bin als Kind schon oft in diesem Dom gewesen und habe immer sehr frühzeitig, also als ich anfing zu komponieren, den Wunsch gehabt, ich möchte für diesen Raum, wenn ich mal erwachsen bin und ein richtiger Komponist bin, möchte ich für diesen Raum ein Stück schreiben. Und das ist nun nach sage und schreibe 51 Jahren der Fall gewesen. Die Musik deines Vaters war in vielen Bereichen wirklich genial. Und vor allem deshalb, weil er einen Sinn hatte für Klang. Für den Klang unserer Zeit sehr wohl, aber auch für persönliche Töne. Wenn du in diese Musik mal genau reinhörst, da öffnet sich dir ein Kosmos. Ich habe deinen Vater sehr intensiv in einer Probenphase kennengelernt. Da war ich noch Assistent. Ne? Ja. Ich habe gesagt, Herr Kirchner, also ich höre Johann Sebastian Bachs H-Moll-Messe. Mhm. Da hat er gesagt, ja, das hören Sie. Mhm. Er hat dieses Thema genommen und hat bewusst mit diesem Thema gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses Agnus Dei erinnern kannst. Ja, sehr gut tatsächlich. Ja. Dann habe ich gefragt, ja, aber haben Sie sich bedient? Oder? Ja. Und das hat mich irgendwie sehr fasziniert, dass er nicht gesagt hat, nein, nein. Total interessant, weil in meiner Welt, in meiner Popkulturwelt, das sich bedienen ganz normal ist. Keiner würde das einem vorwerfen. Remixe, Dinge, Popmusik ist total selbstreferenziell. Es ist eher... Es spricht sogar für eine gewisse Kompetenz, wenn ich einfach Anklänge 80er-Jahres-Sounds benutze, das benutze, das benutze. Das ist total normal und wenn überhaupt vielleicht fast schon positiv behaftet. Ja. Und das ist in der klassischen Welt vielleicht eher so ein, oh, der hat das ist geklaut oder ja, das genau. Der hat sich da und da bedient. Auf der Ebene war ich meinem Vater dann vielleicht sogar ähnlicher, als ich es dachte. Am Ende hat er oft zu mir gesagt, wenn wir dann so im Auto mal saßen und so, das waren so die Orte, an denen wir uns halt begegnet sind. Und dann hat er mir eigentlich fast gesagt, ich finde eigentlich die Art deiner Musik insofern mir sympathischer, als dass das für die Menschen ist und nicht so sehr für sich selbst. Habt ihr mal über Erfolg gesprochen? War ihm das wichtig, dass du erfolgreich bist in dem, was du machst? Super Frage. Ich glaube ja. Und ich glaube, und ich weiß es nicht, wie ich es interpretieren soll, weil er hat sich ja leider, muss ich sagen, was ich ihm auch wirklich jetzt mal echt übel nehmen muss, nicht wirklich für mich interessiert und nicht wirklich, der hat nie einen Ton Musik gehört von mir. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, vielleicht hat er Angst, dass ich diesen Erfolg nicht haben könnte, den er eigentlich von mir vielleicht irgendwo erwartet. Und ich bin so unendlich traurig, dass er, jetzt kommen wir zu seiner menschlichen Seite, mit seinem künstlerischen, aufbrausenden und sehr freiheitlich denkenden, mit dieser Seite seiner Persönlichkeit, sich so viele Leute auch vergrault hat. Ja. Weil er eben keine Kompromisse hat. Mit wem hat er sich denn verdorben? Was hat er gemacht? Zum Beispiel mit der Stadt Mainz. Ja. Also ich habe keine Beileidsbekundung von irgendeinem Theater bekommen. Von keinem. Also diese Stadt hat ihn am Ende vergessen. Das ist dünn. Ich will wissen, was da schiefgegangen ist. Zum Beispiel mit dem Staatstheater. Seit mehr als 20 Jahren haben die nichts mehr von ihm aufgeführt. Als hätte es nie einen Volker David Kirchner gegeben.
Er war seiner Heimatstadt sehr verbunden und hat Johannes Gutenberg eine Oper gewidmet, dem berühmtesten Mainzer. Die wurde hier aber nie aufgeführt, stattdessen 2016 in Erfurt. Musik ist eine eigene Sprache, hat einen eigenen Körper. Und das muss spürbar werden. Mich interessiert es überhaupt nicht, wie kunstvoll oder nicht kunstvoll irgendetwas gemacht wird. Wenn es sich nicht transportiert, ist es einfach schlecht. Offenbar wurde mein Vater hier irgendwann nur noch abgewiesen, während er anderswo Erfolge feierte. Die Expo 2000 in Hannover zum Beispiel wurde mit seiner Oper Gilgamesch eingeweiht. Nicht vollziehen. In meinen Dirnen such ich mir selbst. Wenn das ein Theater in Rheinland-Pfalz machen würde, sich darauf einlassen würde, damit könnte man sich doch beliebt machen bei Ihnen, oder? Das kann ich mir schwer vorstellen, dass Rheinland-Pfalz sich auf irgendetwas einlässt, was mit Kunst zu tun hat. Also wer was von Ihnen sehen möchte, ein Mainzer eigentlich muss erstmal nach Hannover fahren. Der muss nach Hannover zur Expo, wo Ihre Oper Gilgamesch irgendwo anders hin, ja. Warum bekam er hier irgendwann keinen Fuß mehr auf den Boden, nachdem er früher so gefeiert wurde? Die haben das neue Theater eröffnet, hat ein Vater einen Kompositionsauftrag bekommen für eine Oper. Aha. Das ist ein großes Ding für eine Stadt. Ja, ja. Und die Stadt Mainz hat da noch nie im Geld geschwommen. Also das, da mussten die sich echt kommen. Aber wann war das? Wann um das? Um 1997. Ne? Da noch, ja. Also da und, und dann hat er mal hier eine Oper gemacht. Das ging allerdings schief, hat er mir mal erzählt, voller Zorn, weil er sagte es so, ich kann das nicht beurteilen, ich habe es nicht gehört, aber er sagte so, die sind dem nicht gerecht geworden. Das war Krampf und das war, da haben sie nach ein paar Vorstellungen haben sie abgesetzt, weil auch keine Leute kamen. Mhm. War übrigens eine seiner besten Musiken. Und was die Stadt Mainz, die Landeshauptstadt angeht, kann man von Kultur ohnehin nicht reden. Also was sich dort allein in dem letzten Jahr abgespielt hat, jetzt Gutenberg-Museum im April eröffnet, dieser Skandal um das Theater, das ist also alles ganz schlimm. War es diese Kritik am Gutenberg-Jahr, die ihn vom Sockel stürzte? Ich frage beim Theater nach, beim Intendanten und beim Generalmusikdirektor. Sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Bäumer, was bedeutet der Name Volker David Kirchner für die Stadt Mainz? Wie kam es zu den offensichtlichen Zerwürfnissen? Ist es geplant, seine Gutenberg-Oper nochmal zu spielen? Es würde mich überaus freuen, Ihnen diese Fragen persönlich stellen zu dürfen. Das sind die beiden Cousinen meines Vaters, Gisela und Helga. Richtige Mensa-Mädchen. Von ihnen bekomme ich bestimmt ein paar Wahrheiten. Es war an Heiligabend. Hat der Volker seine Frau besucht. Da waren sie ja schon geschieden. Und dann hat bist du entstanden bei der ganzen Geschichte. Ja, genau. Und am Anfang haben wir das ja, hat sie ja nichts gesagt. Aber dann kam es dann auf einmal raus, dass da wahrscheinlich ein Kind kommt. Und dann hat es geheißen. Und dann hat er gemeint, das könnte nicht von ihm sein. Und dann kamst du zur Welt. Und dann hat man gesehen, Folge Nummer 2. Der richtige Familienmensch, also das war er ja sowieso nicht. Also sind wir mal ehrlich, gell? Und habt ihr irgendwann gedacht, dass er irgendwie in seinem Leben, sagen wir mal, einen Bruch hat oder sich irgendwie sehr verändert hat? Nein, also ich habe mich ja dann nachher in den letzten Jahren mit ihm immer mal zum Frühstück getroffen. Und da hat er erzählt, er war ja hier im Schlossgymnasium. Ja, er war im Schlossgymnasium, hat er aber abgebrochen. Er hat kein Abi gemacht. Er ist in der Oberprima oder in der Unterprima ist er weg. In einer Art von Lebensrettung, von Selbsthilfe bin ich abgesprungen, so schnell das ging. Das war mit 14 Jahren, das heißt, ich habe im Grunde überhaupt keinen Schulabschluss. Und dann musste der Heinz, also sein Papa, musste da in die Schule. Und dann hat der, sagen wir mal, damalige Rektor, der hat ihm dann nahegelegt, er soll ihn doch einfach von der Schule nehmen. Das ist interessant, weil ich bin ja auch von 7 Schulen geflogen. Ich habe ja auch keinen Schulabschluss. Ich habe die gleiche Karriere, wahrscheinlich noch schlimmer als er hingelegt. Ich weiß aber noch, dass er mir als Kind immer eine unheimliche
ich will mal sagen, einen gewissen Applaus dafür auch gegeben hat und mir gesagt hat, so, das, ja, du bist halt mein Sohn. So ein Keschner, der lässt sich ja nichts sagen von den Lehrern. Nein. Die Schule war für mich ein Albtraum. Es war für mich eine Kaserne mit tödlichem Ausgang. Und mich hat nichts interessiert, zu diesem Zeitpunkt nichts interessiert, außer Musik. Und ich war diesen Zwängen nicht gewachsen. Ich glaube, ich war in dieser Zeit ein sehr neurotisches Kind. Der hat mir immer erzählt, also dass er, und ich glaube das auch, dass ihn das traumatisiert hat mit der Musik, dass der Opa ihn als Kind, der hat ja ganz früh Geige spielen müssen. Und dann hat er nach der Schule, hat der Opa gesagt, so, jetzt mach mal schnell die Hausaufgaben, dass du da jetzt schnell üben kannst. Das war dem ganz egal mit den Hausaufgaben. Ja. Mach mal jetzt irgendwie, guck, dass es fertig wird, wir müssen jetzt üben. Ja, und dann sofort, hat er ihm auf die Geige eine Seite drauf, also nicht vier, sondern eine Seite nur. Und auf den Bogen hat er eingeölt, dass der wegrutscht und hat mit dem Rohrstock neben der Finger gesessen. Und wenn der rutschte, gab es eine drauf. Ach ja. Das hat er mir so erzählt. Das ist das Erste, was wir hören. Diese Gnadenlosigkeit, die er als Kind erfahren hat, war wie so ein Dämon. Ich habe ihm seine Strenge nie so richtig abgekauft. Er war eigentlich sehr herzlich. Aber wenn es um die Würde der Kunst ging, kannte er absolut nichts. Ist bei mir übrigens genauso. Also für Sie ist hier komplett tote Hose hier in der tote Kultur, Hose, oder? Das ist ja mit Ausnahme der Villa Musica, das ist also wirklich die einzige Institution, die von Bedeutung ist und wo auch eine fantastische Arbeit geleistet wird. Die Musiker fördert. Hervorragende Dozenten, diese Institution ist hervorragend geleitet. Das ist der einzige Lichtblick. Alles andere können Sie vergessen. Es gab aber so eine Art Asyl für ihn in Mainz. Die Villa Musica, eine ziemlich elitäre Kammermusikakademie. Ich wartete zu Hause vergeblich auf ihn, während er hier komponierte. Morgens kam er dann manchmal heim, mit seiner Rolle Notenpapier unterm Arm. Der Geschäftsführer der Villa Musica, Karl Böhmer, empfängt mich. Hier hat Ihr Vater gesessen. Aha. An diesem Tisch, also nicht genau an diesem Tisch, aber mit dem schönen Blick hier raus. Ja. Und also ein wirklich nettes Komponieranwesen, Häusel, Stübel. Also ich war auch hier drin, aber ich hätte jetzt gedacht, dass er hier saß. Ja, ich glaube, er saß eher da als dort. Ja. Das so, und dann sieht man irgendwie noch die Asche. Dann hat man noch hier das Papier und da war dann irgendwie Asche. Er hat sich so gar nicht abhalten lassen, in der Musikhochschule zu rauchen. Direkt unter dem Rauchmelde. Bei seinem Geburtstagskonzert. Ja, hat er einfach, obwohl man da strenges Rauchverbot hatte, er trotzdem da gefallen. Er hat sich echt über alle Regeln hinweg. Sozusagen der geborene Anarchist. Ich ahnte es schon. Irgendwann war es auch in der Villa Musica vorbei mit dem Hofiertwerden, wegen Platzproblemen, hieß es damals. Und dann musste er runter in den untersten Keller, weil wir einfach nichts anderes mehr für ihn hatten. Also das ist jetzt der Raum, in dem er zuletzt saß. Also leider lichtlos, wie man sieht. Ja. Hier sind noch ein paar Sachen gewesen. Ach so, okay. Kleidung zum Beispiel. Ach, die hätte ich gar nicht. Habe nichts. Letzter Hemd, armer Musiker. Da Kleidung von Volker David Kirchner ist noch hier. Und meines Wissens auch Einzelblätter von ihm beschrieben. Also das müssten Großformate sein, weil der hat ja immer in relativ großen Partituren geschrieben. Wo könnten noch Volker-Sachen sein? Hier nicht. Einzelseiten von Volker mit Skizzen von seinen Stücken. Ah, Moment. Unattimo nur, das sieht mir nach Volker aus. Ja, das genau. Sieht dann noch aus. Das ist Volker David Kirchen. Ja, das ist so, kennt man das. Das ist Gilgamesch, aha. Zur Seite 211. Schon echt erstaunliche Größen. Ja. Oder? Also irgendwie so ein Ding. Und hier haben Sie natürlich eine Textzeile am Rand. Der Volker hat ja die Texte zu seinen Opern auch selbst geschrieben. Mhm. Und diese Zeile, die Sie da lesen können, das ist typisch Volker Kirchen. Diese, die am Rande hier steht? Ja, genau. Ich sehne mich nach tief verborgenem und längst verwehtem Laut. Das ist typisch Volker. Also dieser Ausdruck längst verweht und tief verborgen und dann laut zu sprechen, das ist, glaube ich, seine Sprache. Mhm. Ich weiß auch, dass er mal gesagt hat, dass wenn er kein Komponist geworden wäre, dann höchstens noch irgendwie Dichter oder Literat. Das hätte ihn interessiert. Das ist bei mir auch ähnlich. Also ich bin ja auch Songwriter. Mhm. Bin ja quasi so, ich schreibe ja auch Musik, aber eben auch vor allem Texte. Also mich interessieren vor allem Texte. Ich kann das sehr gut verstehen, dass er dazu so eine Affinität hatte. Das große Beispiel, wo ich auch weiß, dass er, dass ihn das
wirklich wütend gemacht hat und auch, glaube ich, schon auch getroffen hat, war einfach, dass seine Oper Gutenberg hier nicht im Staatstheater uraufgeführt wurde, was ja auch, wo ich war dort in Erfurt und so weiter. Und das war irgendwie, ehrlich gesagt, ich fand das einfach, dass das eine große Trauerveranstaltung empfunden, irgendwie so das Ganze. Also war irgendwie echt ein Versagensmoment, hatte ich so den Eindruck. Frag mich das einfach, wieso diese Stadt ihn, ja, irgendwie wie so verleugnet. Also so kam es mir vor und so kam es ihm, glaube ich, auch vor. Und das kann man auch lesen in Interviews, dass er das eigentlich auch so ausspricht. Ja, aber wer ist die Stadt und was macht die Stadt und wer macht die Kultur der Stadt? Ja. Je nach Intendant. Sie wissen ja, Intendantenwechsel haben unmittelbare Konsequenzen aufs Repertoire. Ja. Und als Schaustellner noch Intendant war, der wäre, glaube ich, offen gewesen dafür. Ich weiß es nicht. Die Frage ist ja auch ein bisschen, war er vielleicht auch einfach sehr empfindlich, sehr narzisstisch, hat das vielleicht so aufgenommen, irgendwie hätte sich da mehr gewünscht, wo man sagt, du sei doch froh. Umgekehrt jetzt mal, ich bin selber Musiker, ne? Ich könnte mir das, ich bin teilweise völlig schockiert darüber, also welche Chancen mein Vater hatte, die ich nie haben werde. Und ich dümpel da, ehrlich gesagt, in Mannheim in meiner Studentenbude noch die nächsten 60 Jahre, so, ja, leider nicht 20 Jahre noch rum. So, ne? Also das ist schon, ich habe da auch einen kritischen Blick auch auf ihn und frage mich. Ich glaube, er war da einfach auch vielleicht irrsinnig verwöhnt. Ja, das kann schon sein, das beschreibt ihn, glaube ich, ganz gut. Er hatte schon so das Gefühl, dass die Qualität seiner Musik für sich selbst spricht. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den Symphonieorchestern? Warum spielt das Orchester keinen Kirchner? Aber dann muss man halt den GMD fragen. Ja. Aber das wäre der Herr Bäumer. Das wäre der Herr Bäumer, ja. Ja, das frage ich auch. Ja, genau, fragen. Die Pressestelle des Staatstheaters bittet mich um Geduld. Die Herren sind gerade stark eingebunden und wollen ihnen nicht zwischen Tür und Angel antworten. Gut, ich kann warten. Zwischenzeitlich lasse ich den alten Mantel meines Vaters auf meinen Leib schneidern. In Mannheim. Ich bin einer der wenigen, die nach dem Popstudium hier geblieben sind. Ich habe wieder von meinem Vati was. Ob der überhaupt noch was ist. Ich habe nämlich schon entdeckt, dass da wahrscheinlich auch noch die Kippen wieder Löcher sind oder so irgendwo. Aber ja, aber da sind keine großen, sieht man fast gar nicht. Es sieht gut aus. Ist der gut? Ja. Der Stoff ist sehr gut. Ja? Mhm. Alters. Ich finde es irgendwie, ich habe das Gefühl, es müsste so ein bisschen. Ja, können wir so ein bisschen schneller machen, aber nicht viel, weil da sind die Taschen dann zu knapp so an der Seite. Mhm. Und man merkt immer, sie weiß dann immer schon, oh, da hat der Vater, da hat er zugenommen in der Zeit, oder oh, hat er abgenommen. Gell? Ja, das ist wenn man die Hosen gesehen hat, wo vorher war und nachher. Genau. So. Das finde ich auch ganz beruhigend, irgendwie, wenn sie dann da so an mir rumzuppeln, dann würde ich am liebsten nicht hinlegen. Okay, super, dann lass den jetzt mal da. Ja, wir sind schon vorbezahlt. Herzlichen Dank. Ja, ja. Bitte. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Durch die Lücke, die jemand hinterlässt, wird er oft auf eine komische Art noch viel präsenter. Also mir zumindest. Beide Eltern sind tot und beide sind irgendwie auf ihre Art sehr präsent. Dinge gehen in den Hintergrund. Ich kann mich manchmal gar nicht mehr so genau erinnern. Zum Beispiel bei meiner Mutter weiß ich manchmal gar nicht mehr genau, wie sie aussah. Das ist ganz merkwürdig. Das verschwimmt wirklich. Aber bestimmte Gesten, bestimmte Dinge. Und ich gucke manchmal in den Spiegel und denke, verdammt nochmal, ich bin ja wirklich wie mein Vater. Tonschweres Strahlen hängt. Oh, komm, wir gehen mal rüber. Jetzt habe ich zumindest, was ich machen wollte. Ja. Da liegt ein Flüstern unterm großen Sturm, Schachmatte, Jugend und verlorene Vaterfigur. Ein schöner Regen prasselt nieder, Maschine schaltet ab, singt Trauerlieder. Ich dachte nicht, dass du schon gehst. Ich dachte nicht, dass du schon gehst. Ein Schatten stammelt Symphonien, Eltern sterben in perfekter Harmonie. Kalt hier, ne, in meinem Wohnzimmer, das ist mein Wohnzimmer, das ist mein Klavier. Da habe ich schon als Kind, musste ich daran üben. So ganz brav habe ich dann vierhändig mit der Tochter von meiner sehr lieben Klavierlehrerin, muss ich allerdings sagen, haben wir dann so vierhändig gespielt. Und das war auch mein erster Auftritt im Mainzer Konservatorium. Und ich weiß noch, dass ich mir wirklich in die Hose gepisst habe.
Ich hatte so eine Angst, da aufzutreten, vor diesen ganzen großbürgerlichen Muddis da irgendwie meinen Merzen der Bauer da irgendwie, was ich grundscheiß Lied schon fand. Neurophysiologie, krankhafter Konzentrationsschwäche nach, oh Gott, so Hyperaktivität zwischen Hypo und Hyper-ADD, so hieß das mal. Also David, da gibt's auch gar keine, da hat meine Klassenlehrerin hat dann gar nicht mehr Hallo oder so geschrieben. Das ist schon direkt so ein Befehlston. David, mit dem Eintritt in die Schule musstest du vieles in deinem Verhalten ändern. Du hast dich bemüht und es auch weitgehend geschafft. Doch störst du an manchen Tagen weiterhin erheblich den Unterricht durch deine Kasper-Touren. Ich kann daran nichts Negatives erkennen an der Kasper-Tour. Ich erinnere mich auch tatsächlich hier an die erste und einzige wirklich richtig harte Auseinandersetzung mit meinem Vater. Der musste nämlich dann mit mir üben. Das hat meine Mutter hat ihn da so zu genötigt, glaube ich, so ab und zu mal irgendwie so. Und dann habe ich halt irgendwie da so, dann weiß ich noch, musste ich da irgend so einen Quatsch spielen. Und der konnte das nicht fassen, dass ich das nicht hinkriege. Also ich glaube, der konnte das gar nicht glauben. Und dann weiß ich noch, dass er wirklich mal richtig ausgerastet und mich angeschrien hat. Und ich meine irgendwie so, also er hat mich jetzt nicht geschlagen oder so, ne? Also so nicht, aber schon sehr aggressiv wurde tatsächlich. Und mir irgendwie so mit der Hand so aufs Gesicht irgendwie so eine Erinnerung habe ich. Das irgendwie so, das kann doch nicht sein, so, keine Ahnung. Also so völlig fassungslos über meine Unfähigkeit hier an diesem Instrument. Ich mochte immer so mit dem Pedal spielen und irgendwie so Klänge einfach irgendwie und habe dann vielleicht irgendwie so ein Zeug gemacht. Keine Ahnung. Das fand ich irgendwie, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, ich wusste jetzt auch eben nicht, was ich tue. Und da habe ich irgendwie ein Gefühl für gehabt, aber diese scheiß Noten, irgendwie haben die mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Der saß dann da und es war wirklich ein heller Aufruhr. Es waren 30 Leute in diesem Raum und alle haben geraucht und getrunken und gequatscht und so. Und der saß da einfach an dem Ding, also der hat den einen Scheiß interessiert und hat dann da irgendwie so mit geschlossenen Augen, seiner Kippe im Mund und hat da einfach so Klänge gesucht. Und immer, das waren oft solche, also ich erinnere mich noch genau an diese Art von Klängen. Ich badete darin und malte Noten auf seine ausrangierten Blätter. Der hatte ja so riesen Partituren, weil er ja so riesen Stücke aufgeschrieben hat. Und dann hing, ich weiß noch, dass er die da so eingeklemmt hat, weil die gar nicht, die passten jetzt überhaupt nicht hier auf dieses Ding da natürlich drauf. Nach dem Tod des Mainzer Komponisten Volker David Kirchner geht ein Teil seines Nachlasses an die Wissenschaftliche Stadtbibliothek in Mainz. Jetzt sollen die Werke für Aufführungs- oder Publikationszwecke zur Verfügung stehen. Seither versuchen vor allem seine Freunde, alle Handschriften einzusammeln, die noch irgendwo zu finden sind. Am Ende hatte mein Vater ja nicht mal mehr einen Verlag. So, ja, ich habe Ihnen jetzt hier was mitgebracht. Ja. Und zwar habe ich das, ja, ich weiß, es sind jetzt so, glaube ich, so Überbleibsel. Ich habe die aus der Villa Musica, da haben wir die noch im Keller gefunden. Also das sind, leider habe ich persönlich nämlich gar nichts von meinem Vater. Ich habe tatsächlich nicht mal ein Foto. Wie man sieht, hat er ja auch wirklich eine sehr schöne Handschrift, ne? Also auch das ist ja, da ist zwar was durchgestrichen, aber es ist ja nicht hingekritzelt oder hingeschmiert, sondern es ist wirklich sehr akkurat alles immer aufgeschrieben. Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek scheint mir der einzige Ort in Mainz, der das Vermächtnis meines Vaters ernst nimmt und ein klein wenig Öffentlichkeit geschaffen hat. Ich habe da noch was, das ich Ihnen zeigen wollte. Was ist das? Das ist, ja, Sie dürfen es gerne ich auch Ich habe aber gleich sofort gefühlt, man darf es gar nicht anfassen. Das ist eben zu uns gekommen nach dem Pressetermin, dass der Nachlass, der Teilnachlass zu uns kommt. Hatte diese Dame sich mit mir in Kontakt gesetzt, in Verbindung gesetzt und hat gesagt, sie hat da was von ganz früher, von 1956. Da hat sie mit ihrem Vater zusammen die Jugendweihe gemacht und er hat ihr damals ein Stück gewidmet, das er komponiert hat und einen Brief dazu geschrieben. Was ich ganz toll finde, da steht schon Opus 2. Unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Auch schön, tatsächlich Beweise zu haben für Geschichten. Ja, ich glaube schon mit 13 habe ich schon meine erste Sinfonie geschrieben. Das sagt man ja vielleicht auch mal schnell von sich, aber er hat es ja offensichtlich tatsächlich getan. Das ist total cool. Das ist irgendwie schön und da kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch mit 14 Mädels immer Songs geschrieben. Und das war auch überhaupt was er
wirklich, wo er wirklich mal, muss ich sagen, wirklich ein guter Vater war. Er hat mir immer zugehört tatsächlich und hatte auch immer irgendwie mir eine, also man konnte ihm irgendwie alles sagen. So. Ich habe mich bei meiner Mutter viel mehr geziert und so und bei ihm konnte ich dann alles sagen. Und dann habe ich eben von dieser Liebeskummer da erzählt und er hat mir dann von seinem ersten Liebeskummer erzählt. Und ich meine, das sei vielleicht diese Lotti gewesen. Das ist ja der Hammer, ey. Geil, ich habe gerade ein Musikvideo gemacht, da sehen die auch alle so aus wie die Mädels da. Also, heute steigen alle auf. Roter Ballon zum Himmel, bald so Faust. Mein neuestes Album IG Pop wurde von der Kritik gefeiert. Der Verdienst ist gleich null. An der Musik meines Vaters hat lange der Verlag mitverdient, Shot Music, auch so eine Mainzer Institution. Sein erstes Streichquartett hat er übrigens mir gewidmet, zur Geburt. Die Widmung haben sie aber leider nicht mit abgedruckt. Schade. Grüß dich. Auch mit dem Chef hier, Peter Hansa Strecker, hat sich mein Vater überworfen. Erst an seinem Sterbebett haben sie sich wieder versöhnt. Also die letzte Erinnerung, oder mit die letzten Erinnerungen, sage ich jetzt mal, die ich an ihn habe, unter anderem, wo ich dir die Tür geöffnet habe im Krankenhaus und du reinkamst und ich rausging und ihr euch ausgesprochen hattet und so weiter, was ja ein wichtiger Moment war, war ja auch tatsächlich, dass er mich noch bat, dass er noch so ein bisschen bei Sinnen war und sich noch einigermaßen artikulieren konnte, dass er mich dann gebeten hat, ihm seine Blätter und seinen Bleistift zu holen. Und das waren die letzten Bewegungen, die der Mensch gemacht hat, waren noch Noten da irgendwie. Also wirklich mit unter Schmerzen hat er das noch gemacht. Also, ja, und das war natürlich seine einmalige Begabung. Er konnte komponieren ohne Klavier. Ja, das können ganz wenige nur, ja, weil er hörte alles. Ja. Und das Hören, das innere Hören, ja, das ist eine Begabung, die ist wirklich sehr selten. Ja. Um nicht zu sagen einmalig. Ja, eines dieser Stücke ist seine Gutenberg-Oper. Ich war da, aber sie war in Erfurt jedenfalls und nicht in Mainz, wo man ja eigentlich denken würde, das hätte ja nach Mainz gehört. Das ist eigentlich gang und gäbe, ja, und das wurde vom Theater abgelehnt. Ich bin ja nicht gerade jemand, der auf den Mund gefallen ist, ja, und habe gesagt, jetzt führt doch das endlich mal hier auf. Also, ja. Und er hat mir das ja auch dann gegeben, ja, dass ich mich darum kümmere. Ja. Und es ist nicht gelungen. Nein, die haben enorm viel Argumente aufgebracht. Bäume auch, aber es, ja, also der hat auch gesagt, wenn ich mir Unfähigkeit bescheinigen lassen muss, dann kann er doch sehen, wo er bleibt. Jetzt ist er tot. Kann man es nicht jetzt machen? Im Prinzip, jawohl, müsste man jetzt sagen, das ist jetzt vorbei und jetzt seid mal vernünftig. Mit wem spreche ich? Entschuldigung, ich habe den Akkus. Achso, guten Tag. Ja, ich habe eben angerufen. Ich stehe vor dem Theater und versuche verzweifelt auf allen möglichen Nummern jemanden zu erreichen. Ich mache gerade einen Film über meinen Vater, Volker David Kirchner. Wir haben vor mehreren Monaten, sage ich jetzt mal, oder Wochen mindestens, schon angefragt über die Pressestelle, ob wir mit dem Herrn Bäumer und oder dem Herrn Müller sprechen könnten. Das wurde auch zugesagt. Und ich habe dann eben, ja, wir haben nochmal eine Mail geschrieben, dass wir heute drehen und habe leider wirklich auf mehrfache Nachfrage überhaupt keine Antworten mehr bekommen. Jetzt sind wir einfach mal da. Jetzt wäre die Frage, gibt es denn eine Möglichkeit, da ein Interview zu bekommen? Herr Bäumer ist nicht verfügbar. Ich hätte halt einfach gerne auch das selber gehört und auch dem Theater natürlich eine Gelegenheit gegeben, sich dazu auch einfach zu äußern, zu diesen Fragen und Vorwürfen, die da auf allen möglichen Ecken kommen. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass das so nicht passieren kann, scheinbar. Irgendwie überträgt sich da etwas auch auf mich und ich bin selber eben Künstler und Musiker und bin auch existenziell abhängig von diesen Häusern selber, weil ich halt viel dort mache und das sind nun mal die staatlich subventionierten großen Kulturplayer in jeder Stadt, in der ich arbeite, sei das jetzt eben Mainz, wo ich herkomme, Mannheim, wo ich jetzt lebe oder auch im Umfeld Heidelberg, überall ist das Theater für mich teilweise der Arbeitgeber gewesen oder einer der wichtigsten. Und
Das schüchtert mich irgendwo ein Stück weit. Ich habe Angst davor, die zu kritisieren, weil ich Angst habe, keine Jobs zu bekommen tatsächlich. Ich hätte ja immer noch wenigstens gern, dass eine Straße in Mainz nach meinem Vater benannt wird. Dafür hat mich die freundliche Empfangsdame ja zum Stadtplanungsamt auf der Zitadelle geschickt. H. Beck. Wartet mal kurz, ich guck mal, ob wir da drehen können. Ja, hier sind wir jetzt leider falsch. Die machen nur die Schilder. Wir müssen jetzt zur Ortsverwaltung. Sehr geehrte Damen und Herren im Kulturausschuss, hiermit möchte ich die Umbenennung der Kaiserstraße in der Mainzer Neustadt in Volker-David-Kirchner-Straße beantragen. Er war ein bekannter Komponist. Boah, nee, so viele Kästchen. Unterschrift per Fax zurück, Anlage A. Deutschland ist ein Papierkramland. Deutschland ist ein Papierkramland. Hier habe ich prägende Kindheitsjahre verbracht. In der Kaiserstraße. In einer 270 Quadratmeter Wohnung. Total dekadent. Mein Vater war noch ein gefeierter Komponist in Mainz. Aber angepasst war er schon damals nicht. Ich hätte ja gegen ihn rebelliert. Aber wie rebelliert man gegen einen Rebellen? Ich glaube, ich habe großen Wert drauf gelegt, abseits zu stehen, muss ich dazu sagen. Sondern ich habe versucht, manches Mal mäßig, manches Mal mit Erfolg, manches Mal mit Misserfolg, meinen eigenen Weg zu gehen. So, guck, jetzt das ist da die Kaiserstraße. Da würde ich dann, sehe ich dann Volker-David-Kirchner-Straße. Man müsste das Schild jetzt natürlich ein bisschen länger machen. Das ist, da passt Volker-David-Kirchner-Straße gar nicht drauf. Aber da müssen die halt ein längeres Schild basteln. Sozusagen so große Straße, also drunter machen wir es nicht. Mein Vater Volker-David-Kirchner und meine Heimatstadt Mainz am Rhein. Richtig stolz auf euch sein, das macht ihr mir irgendwie beide schwer. Von ihm bleibt seine große Musik und sein Vorbild. Immer den eigenen Weg gehen.